Bestimmt sagen sie ziemlich oft, ich liebe dich oder ich vermisse dich. Manchmal vielleicht auch, ich hasse dich. Aber wann haben sie eigentlich das letzte Mal, ich vertraue dir, gesagt? Regierungen und Unternehmen erwarten von uns, dass wir ihnen tagtäglich Vertrauen entgegenbringen. Es mag nur ein kleines Wort sein, aber dahinter steckt eine große Sache. Ich weiß, dass ich sicher bin. Ich weiß, dass dieses Lebensmittel gut für mich ist. Ich weiß, dass mein Geld sicher ist. Wenn wir persönlich mit einer anderen Person zu tun haben, dann wissen wir, woran wir Vertrauen erkennen. An einem Händeschütteln. An einer Unterhaltung. An einem guten Ruf. Aber wodurch gewinnen Unternehmen im Internet unser Vertrauen? Wenn wir unsere Kreditkartendaten herausgeben? Wenn wir einem Fremden unsere Adresse verraten? Wenn wir einen komplexen Vertrag eingehen? Da die digitale Wirtschaft weltweit auf dem Vormarsch ist, verlangen immer mehr Organisationen immer mehr Vertrauen von uns. Mit unseren Erinnerungen, mit unseren Daten, mit unserer Identität. Und wir müssen uns sicher sein können, dass wenn wir uns mit einem Mausklick zu irgendeiner Sache verpflichten, jemand darauf achtet, was hinter den Kulissen geschieht. Dass wir wirklich eine Wahl haben. Dass die Vorteile für jeden zugänglich sind. Denn eine digitale Wirtschaft auf der Grundlage von Vertrauen bedeutet besseren Zugang, mehr Teilhabe, mehr Innovation.